Auch immer in Brüssel sich den Namen ausgedacht hat, aber Fit for 55 klingt doch eher nach einem selbstoptimierenden Diät- oder Workout-Programm für Mit-50er als nach einem klimapolitischen Projekt mit Weltbedeutung. Fit for 55 bzw. im EU-Kurzsprech FF55 oder 55 gehört zum sogenannten Green Deal. Ein Titel, unter dem man immerhin sofort erkennt, worum es geht: Europas Klimaschutzpläne. Noch mal nachgefragt bei unserem Korrespondenten Ulf Fröller. Wenn man sich die Pläne ansieht, dann ist natürlich klar, wer künftig nicht klimafreundlicher produziert oder konsumiert, für den wird, Dankeschön, Ulf, für diese zusätzlichen Erläuterungen. Einer der großen Problembereiche beim Klimaschutz für die Europäer bleibt natürlich der Verkehr. Während vor allem Deutschland noch am Verbrenner hängt, hat sich China längst voll und ganz der E-Mobilität verschrieben. Die chinesischen Hersteller haben das Verbrennerzeitalter gewissermaßen übersprungen. Das wird auch auf der großen Automesse in Shanghai gerade sehr deutlich. Und das hat Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie. Dazu gleich noch ein Gespräch. Doch zunächst berichtet Elisabeth Schmidt aus Shanghai. Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach. Guten Abend, Herr Bratzel. Schönen guten Tag, Frau Slomka. Ihr Interessen- und Forschungsschwerpunkt ist die Zukunft auch des Automobils. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wenn Sie dann jetzt nach China auf die Automesse in Shanghai schauen? Die russische Organisation Gulag-Unet wurde von Menschenrechtsaktivisten einst gegründet, um Folterungen in russischen Gefängnissen anzuprangern. Inzwischen sammelt sie aber auch Dokumente über russische Kriegsverbrechen in der Ukraine. Und hat jetzt ein Video veröffentlicht, in dem ein mutmaßlich ehemaliges Mitglied der Söldnergruppe Wagner berichtet, dass von ihnen in Bachmut auch Kinder gezielt getötet wurden. Man habe von ganz oben den Befehl gehabt, niemanden davonkommen zu lassen, auch keine Zivilisten. Er selbst habe ein 5- oder 6-jähriges Mädchen erschossen. Doch auch barbarische Verbrechen an der Bevölkerung und massenhaftes Sterben von Soldaten an der Front haben der sogenannten russischen Winteroffensive bislang nicht die Landgewinne gebracht, die Moskau sich wohl erhofft hat. Zurück nach Deutschland und zur deutschen Bauwirtschaft. Da herrscht derzeit eine ziemliche Flaute. Wenn Weltstars, wie zum Beispiel Hollywood-Schauspieler oder Musiker, über ihre persönlichen Probleme und Erkrankungen sprechen, dann kann das Betroffenen helfen. Es kann ihnen ein Gefühl geben, nicht alleine zu sein und über Krankheiten sprechen zu können, über die man manchmal vielleicht lieber nicht spricht. Es kann helfen beim Enttaubisieren, über die Themen zu reden, die für viele schwierig sind. Dass eine Depression beispielsweise keine mentale Schwäche ist, sondern eine Erkrankung, diese Erkenntnis hat sich auch deshalb langsam durchgesetzt, weil Prominente ihre eigenen Patientengeschichten offenbarten. Zuletzt tat das unter anderem Popstar Ed Sheeran. Jung, erfolgreich, scheinbar immer gut drauf. Doch hinter den Kulissen sah und sieht es in seinem Leben oft anders aus. Nicolette Pfeiler-Tull hat ihn nach seinem Konzert in Berlin getroffen. Beim Begriff pflegebedürftig denkt man ja in erster Linie an Senioren. Doch auch junge Menschen können pflegebedürftig sein. In Deutschland trifft das sogar einige Hunderttausend. Um ihr Schicksal geht es gleich in der Reportagereihe 37 Grad. Und um 0 Uhr meldet sich der Nazan Göktemir mit unserem heute Journal Update. Auf Wiedersehen.